Ja, halli, hallo, liebe Höhlenfreunde, ich bin's, der Tenji. Oh, was? Okay, und zusammen mit dem Old Bull spielen wir Fortress Craft Evolved. Hi, Old Bull. Ja, und ich sterbe gerade, ich habe keinen Strom mehr. Ich glaube, den Kaplinko kann ich gar nicht benutzen. Old Bull wird sterben. Old Bull stirbt. Ich glaube auch, warte mal. So, hier ging es gerade nach unten und ich schieße mal meine Grappling Hook hoch und... Ja, ja, da fliegt ein Name. Oh, dann fällt er wieder. Bäm! Oh, du hattest... Oh, hast du die ganzen Kupferbahnen und sowas einstecken? Ja. Ah. Okay, ich bin da. Nein, 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 ich war gerade oben. Jetzt bin ich tot. Oh, ich war drin, ich war drin. Ich bin durch die Erde gebackt. That's the old bull. Aber Tenji... Ja. Soll ich was sagen, man behält's Inventar. Oh, geil. So, ich gehe jetzt, ich putte mich auch mal in die. Es macht ja quasi überhaupt keinen Sinn, nicht zu sterben. Also, es hat überhaupt keine Auswirkung, wenn du stirbst. Ich bin auch in eine Höhle gefallen, glaube ich, gerade, oder? Nee. Ach doch, ich bin gerade ein bisschen tiefer. Aber wo, wie weit war das? 83? Habe ich 83 gesagt? Hatte ich 83 gesagt? Ja, ne? Ja. Jetzt war 84 unten. Ich bin unten. So. Ich bin schon wieder da, Tenji. Ja, ja, ich büttel mich dich jetzt dir entgegen. Ja, Achtung, da ist ein Höhlenproblem. Dickes Höhlenproblem. Hier sind echt krass fette. Oh, ich bin durch, Höhle. Oder? Ja, hallo. Kann ich weiter buddeln? Wenn ich sehen würde. Ich glaube, so könnte es funktionieren. Oder bin ich zu hoch? Oh, ich bin zu hoch. Verdammt, du musst ein tiefer, Tenji. Ich oder du? Hier ist eine Höhle. Oh, ich dachte gerade, ich bin runtergefallen. Shit. So. Okay. Ich muss hier mal eine Lampe dran machen oder so. So. Alter, du Arsch. Du bist ein Arsch, Alter. Der hat er halt nicht abgebaut. Alter. Hä, aber du bist nie auf 83, oder? Bist du auf 83? Ich bin genau auf minus 83. Ich hoffe, ich bin jetzt auf der richtigen Höhe. Ich habe das jetzt einfach mal ein bisschen weiter unten angesetzt. So. Ja. Nee, ich bin ein zu tief. Aber es ist egal. Lieber ein zu tief als ein zu hoch. Das soll ja unser Förderband lang gehen. Kommt doch nur um Förderband lang, ist doch kein Ding. Ja, ja, ja. So, ist ein bisschen dunkel hier. Also, ja, machen wir ein Doppelband nachher draus? Ich weiß es nicht. Alter, ist so dunkel. Hä, hey, die Lampen bringen gar nichts. Doch, jetzt. Das ist dauert immer ein bisschen, bis sie angehen. Riecht mal voll Angst, ey. Jetzt brauchst du keine Angst mehr haben, Tenji. Doch, ich hab immer Angst. Ich habe das alles gefixt. So, und hier geht's eigentlich wieder nach oben. Ich wollte nur mal, dass wir hier uns schon mal auf connecten können. Ich muss mich jetzt wieder nach oben arbeiten. Hä, wieso bist du so weit runtergegangen? Hä? Ich habe mich hier erstmal runtergebuddelt. Eigentlich, es geht noch geradeaus weiter jetzt eigentlich. Ach, du willst bis ganz hinten. Oh, okay. Alles klar. Naja, wenn, dann können wir doch gleich gerade runtergehen auf die richtige Höhe. Ja, 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 ja. Kann man machen. Aber ich muss halt nochmal hoch mich jetzt bauen. Bau mal weiter schon mal? Geh mal weiter? Ich weiß nicht mal wohin, aber ja. Geradeaus ein bisschen. Nee, ich will einfach nur hier mich jetzt nach oben bauen, aber du musst hinter mir wieder aufmachen dann. Ups. Ach so, so meinst du. Ah. Du musst nochmal hoch. Du kannst jetzt wieder aufbauen unten. Das Löchlein. So. Ich bin gleich wieder oben. So. Und jetzt gehe ich nämlich unten an die nächste Haltestelle quasi. Und dann kann ich da nochmal ein Loch bohren. Hast du gemacht? Was? Okay, dann geh zur nächsten Haltestelle. Ich gehe einfach mal weiter geradeaus. Das wäre hier. So, dann mache ich jetzt hier erstmal ein schönes Loch. Du musst dann irgendwann auf ein Loch stoßen, glaube ich. Loch ist immer gut. Ich hoffe mal, dass du auf das Loch stößt, weil... obwohl, wir sehen unseren Namen. Ich sehe deinen Namen. Ja. Kann ich dir jetzt schon entgegenlaufen. Gleich. Ich bin auf jeden Fall schon in dem Bedrock-Gebiet. Ja, und ich würde sagen hier. Ich würde sagen, dass man hier so rauskommt. Oder so. Bist du die ganze Zeit schon im Bedrock-Gebiet? Ich weiß es nicht. So.
Ja, wir sind gleich. Ich sehe deinen Namen schon größer. Wenn man wieder nichts sieht. Oh, wir sollten uns gleich. Hier ist eine Höhle. Pass auf. Wir sollten uns gleich begegnen. Oh, ich habe Erfahrung. Pass auf, hier ist eine Höhle. Red Bull. Ja. Höhle. Ich habe Erfahrung, Tenchi, mit Höhlen. Ich kenne mich da aus. Okay. Ah, sehr gut. Der war super. Oh. Ich wollte eigentlich bauen. Oh Mann, ich drücke immer wieder die falsche Taste. Alter, du. Ja, na klar. Ja, nein, das war wirklich aus Versehen. Ja. Ja, Red Bull. Ja. Diesmal war es wirklich aus Versehen. So, dann sind wir da. Ach, wir sind schon durch bis zum Eisen? Ja. Geil. Ich habe 4 Fließbänder, 1 musst du wieder haben. Das kann durchaus sein, Red Bull. Willst du wieder haben, oder wie? Oh, wäre hilfreich, ne? Da könnte man das nämlich hier schon mal so ein bisschen... Naja, ja, das meine ich ja. Eins bringt es nicht. Ich habe keins. Ne, 3 Stück habe ich einstecken. Von den kleinen? Ja. Okay. Aber ihr kannst nicht bauen. Das heißt, wir müssen tatsächlich drei hochmachen. Einen hochmachen, ja. Wieso hast du hier so eine blöde Pflanze geklatscht? Hä? Wann habe ich denn bitte schon eine Pflanze hingeklatscht? Aus Fließband. Das warst du. Ja, genau. Ich klatsche doch keine blöden Pflanzen irgendwo hin. Guck dir mein Video an, ich habe das nicht gemacht. Werde ich tun, Tenchi, werde ich tun. Ja. Folge 5. Guckt alle, die jetzt bei Ulpo sind, guckt mein Video an. Nein, die müssen bei mir gucken, dass ich nicht gewesen bin. Also hier müssen auch nochmal, Alter, hier kann ich alles nochmal... Oh shit, ich habe nicht mehr so viel Energie. Ich muss leider nochmal hoch. Ich bin hier fast ins Loch gefallen. Hä, die wachsen hier, glaube ich. What? Hast du hier gerade hier hingesetzt, die Pflanze? Ich habe keine Pflanze gesetzt. Oh nö, dann wachsen die auf den Fließbändern, oder was? Wie kacke ist das denn? Vor allem, wenn man nicht mehr rankommt an die Fließbänder. Ja. Oh! Das heißt, kann doch nicht sein, dass sie so schnell wachsen auch. Tenchi, komm mal hier hoch. Ich komme! Unsere Wärmequelle ist weg. Oh, was denn für eine Wärmequelle? Jetzt bin ich gespannt, was meinte der Ultimo mit die Wärmequelle? Die Wärmequelle ist weg, unser Lagerfeuer ist weg. Hä? Brennt doch, wunderschön. Was? Bei mir brennt da nix. Ach, Ultbull. Das ist aus, das ist einfach nur silbern. Oh, ein Haufen Tinnbarren. Ey, das sieht ja geil aus. Ey, das sieht richtig cool aus, wenn man das so unter dem Feuer sieht. Das sieht richtig gut aus. Jetzt gibt's Iron Ore. Guck mal, ich laufe hier drin, ich krieg keinen Schaden. Hallo, der G. Ja, du bist ein Cheater. Hey, ja, durchlaufen. Naja, so gut sieht es nicht aus, aber es sieht gut aus. Und das ist gar nicht kaputt. Hä, wieso gibt der hier nichts aus? Hä? Ja, eigentlich müsste der Zinn doch hier ausgegeben werden. Das Tin. Storage Full, Processing. Eigentlich hat er da nur mal rausgeworfen. Ja, jetzt. Doch. Die sind ja so langsam, die Dinger. Boah, extrem langsam. So, ich würde Energie holen. Okay, dann mach du mal Energie. Ich crafte mir eine ganze Ladung von diesen Conveyor Belts. Ja, müssen wir Kupfer wieder anmachen eigentlich, ne? Ich habe 24 mal 5 kann ich. Da brauchen wir ja nur Kupfer, ne? Das heißt 100 Stück kann ich machen. Ey, Quatsch, mehr. Oder? Wir müssen da echt bessere Dinger machen. Ich glaube, da müssen wir echt Logistik reinmachen, weil Logistik-Dinger sind um einiges besser. Old Bull. 120 habe ich jetzt. So. Man guckt ja mal, wie langsam die sind. Ja, die Hopper, ne? Brauchen wir echt Logistik-Hopper, sonst dauert das ja ewig. Ja, machen wir dann. So, du müsstest jetzt hier... Achso, du willst den anderen Weg gehen, okay. Ja, ich will nicht da runterklatschen, hey. Ja, du... Achso, du willst dich dann hoch... Nee, du brauchst ja noch ein zweites Loch. Ich brauche einen zweiten Schacht, ja. Achso, meinst du, hätte ich gleich einen Schacht bauen können? Ja, hätte ich gleich einen Zweierschacht machen können, aber gut. Ich will mich da jetzt nicht runterarbeiten, weil ich Angst habe, in die Höhle zu klatschen. Aber ich kann dir helfen, indem ich hier Dings mache. Hä? Bin ich jetzt falsch gelaufen? Nö. Ach nee, das war einfach Mann. Ja, ich hätte gerade wieder Alter, den anderen Weg gekommen. Guck dir das an. Oh, hier ist alles vollgewachsen. Scheiße, ich hoffe, die wachsen nicht, wenn was drauf ist. Natürlich wachsen die dann. Hä? Was war das gerade? Lol. Hä?
Das werden aber mehr. Was ist das für Quatsch? Die sterben voll, ist ja voll geil. Ja, aber das wachsen ja immer mehr. Ja, ist krass, ne? Das ist aber nicht schön, das gefällt mir nicht. Ach, scheiß Lampen, wie man hier einfach auszusehen Lampen mit abbaut. Das war nicht meine Intention. Nein, die Lampe wollte ich auch nicht abbauen. Das war übrigens ganzen Lampen abgebaut. Why not, ne? Why not? Stimmt, wir brauchen hier noch einen Hopper. Verdammt. Du bist auch ein bisschen übertrieben mit seinen Lampen. Was? Ich? Nee. Das soll ja hell sein. Das soll ja nicht so kackdunkel sein. Ach. Die Lampen. Ein bisschen schwierig, die direkt hier drauf zu platzieren, oder? Ich hab den Timer nicht an. Ich hoffe, deiner ist an. Nee. Shit, wieso? Naja, 11 Minuten nehmen wir ungefähr auf. Ja, ich hab ja einen Timer. Ach so. Einen anderen, so. Verdammt hier. Hier ist der Schacht. Ich muss das mal zumachen hier. Der ist so. Da kommt nicht mal Licht hoch vom Schacht. Und zack. So. Geh weg, du komischer Stein. Ich habe jetzt den zweiten Schacht hochgezogen. Durchziehe immer noch. Okay, weiter kann ich nicht ziehen. Also ich habe, glaube ich, ein bisschen zu viel gebaut. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Zu viel? Was? 120 habe ich gebaut. Naja, das zu viel ist, weiß ich nicht. Weiß ich mir vorstellen, nicht. Wie viele scheiß Blöcke das hier sind. Das ist nicht zu viel. Das glaube ich denn. Ja, ich habe immer noch 90. Ja, das ist noch ein Stück. Du musst ja noch mal 80 nach oben, ne? Hast recht. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Vor allem diese Pflanzen, die hier wieder wachsen. Nee, ernsthaft? Das ist voll süß. Versuch das mal bitte mit dem Hopper, ob da, wenn da Steine drauf sind oder so. Ja, ich guck mal, ob ich einen bauen kann oben vielleicht. Und ich werde nochmal den Tunnel von oben noch, ja. Mal gucken, dass ich den, ich habe von unten jetzt schon mal einen nach oben gebaut. Aber irgendwo ist ja doch eine Grenze. Man kann nicht unendlich weit bauen. Von daher. Ah, unendlich geht nicht, okay. Nee, irgendwann hört's auf. So, ich bin hier oben. Hier ist das Lochding, das müsste dann also hier sein. Na gut. Ach du Scheiße, wenn ich hier runterfall, bin ich echt am Arsch. Also hier brauchen wir auf jeden Fall noch eine Ladung Conveyor Belts. Aber die Frage ist, wie lange braucht dann so ein Eisenklumpen überhaupt, bis er bei uns in der Base ist? Das dauert eine Weile. Ich glaube auch. So. Und falls sich jetzt schon irgendwelche aufregen und denken, oh Gott, das könnte doch viel einfacher haben oder so. Nein, wir entdecken das Spiel gerne so ein bisschen selber. Außer so ein paar Sachen, die wir uns natürlich gespoilert haben. Dadurch, dass wir es schon vor einem Jahr oder so mal gespielt haben. Oder ich das ein oder andere Video gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das Schacht jetzt fertig ist. Ich kann ja mal was runterschmeißen. Aber wie kann man denn diese komischen Bobble-Knobbel-Dinger da wegmachen? Ich glaube, ich bin bis runtergekommen, ne? Ich weiß nicht, wie man die wegmachen kann. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich der Schacht bis unten runter geht jetzt. Werde ich gleich merken, wenn ich hinten bin. Ich denke schon. Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht runterfalle, ey. Aber ich habe noch eine ganze Ecke. Also mit den Conveyor Belts brauchen wir, glaube ich, nochmal 100. Das ist voll gefährlich hier. Okay. Bin jetzt gerade mal an der Schlucht. So, jetzt noch ein bisschen Tin. Ich bräuchte, glaube ich, wieder ein bisschen mehr Kupfer bräuchten wir jetzt, glaube ich, wieder. Ja, toll. Ich baue hier das Beste zusammen der Welt. Da willst du endlich, willst du mal ein bisschen schneller machen und ich sterbe gerade an Überhitzung. Aber das ist halt der schnellste Weg nach oben. Ich werde jetzt einfach mal das Risiko eingehen, um den Hitzetod zu... Was? Hitzetod? Was? Ja. Was willst du machen? Ich bin gerade feuerrot. Ich sehe gerade nur noch rot. Ja, aber was meinst du? Was machst denn du jetzt? Was ist ein Risiko? Gehst du jetzt ein? Ja, ich werde jetzt einfach weiterbauen und das einfach ignorieren. So. Okay, dann ignorier's. Stirbst du halt, ne? Ja. Weil es hat ja überhaupt keine Auswirkungen. Null. Ah, okay. Das war's. Das war's, bin durch. Alter, das ganze Band ist voll mit diesen blöden Pflanzen. Na, kannst du mal. Achso. Wir haben keinen Hopper. Ne? Ich wollte gucken, ob der Tunnel durch ist. Aber ich denke schon, weil da unten ist Licht. Da unten. Ja, das werden wir sehen.
Man kann so schlecht nach unten gucken. Man kann nicht wie bei Minecraft so, weißt du? Ja. Im Endeffekt fällst du runter und dann bist du tot. Dann ist alles scheiße. Ab so. Weißt du, was ich jetzt mache? Nehmen wir mal das Eisen mit, was hier drin ist. Add and remove. Jetzt haben wir nämlich mal ein bisschen was an Eisen. Vielleicht können wir uns ja da noch was Schönes machen und ich sterbe irgendwie gar nicht. Ich habe keine Energie, kein gar nichts mehr. Sterb nicht. Man kann so schnell nicht sterben. Oh, jetzt erfriere ich. Ah, nee, man verliert ja auch kein Leben. Wenn du normale Temperaturen hast, wie willst du da auch sterben, ne? Weiß ich nicht. Wo aber gibt's hier normale ist es Temperaturen? Kalt. Hier oben ist minus 14 Grad. Ich bin unten. Jetzt ist ein... Ich bin durch dieses scheiß Loch runtergefallen. Was? Welches Loch? Scheiß Tunnelkack da oben. Ich war oben, ich war zu Hause. Ja, ich hab dir gesagt, mach das Loch nicht vorm Eingang. Du hast es ja noch größer gemacht. Ja, natürlich, aber ja. Trotzdem ist ja ein Loch, weißt du? Mann, das ist echt der Kacke. Das ist hochgelaufen, so hui. Aber so war schneller oben. Was machst du jetzt? Warte mal. Ja, ich mache jetzt den zweiten, damit wir das hier oben zumachen. Ist doch schon ein zweiter. Nein, so will ich das haben dann. Ja, das kannst du später machen. Hey, ja, genau, dass wir da noch 30 Mal reinfallen. Ah, dann kannst du aber gleich bauen, wenn du dich nach unten gräbst, oder? Ich will mich da nicht runtergraben. Ich will hier einfach nur einen Knick reinmachen. Ja, dann kannst du auch wenigstens... Nur so klein, ja, na, nur klar. So ganz kleines aber Ding. So Knick und dann hier wieder hochkommen. Ja, kann man doch dann machen dann. Ja. Ich muss eher von unten nach oben bauen. So. Wie viel Copperbars haben wir? Nicht viel. Ich bin gerade wieder am Braten, aber es dauert ewig. Ja, vier Stück sind das auch einfach. Ich könnte auch einfach so machen. Das mache ich jetzt einfach. Ich nehme jetzt hier so ein Fließband. Oh, hier ist auch noch Copperbars drin. So, her damit. Ich nehme jetzt hier ein Fließband. So, mach diesen Scheiß weg. Und setz den, so rein. Ja, da geht's ein bisschen schneller. Das geht gerade schneller. Ja. Die Hopper-Dinger, naja. Diese kleinen Dinger. Kleen, ey. Oh Gott. Das habt ihr alle überhört, komm, bitte. Komm doch, Sachsen wieder raus. Diese kleinen Dinger sind voll scheiße, du. Da, also. Okay. Ja, 40 habe ich nochmal gebaut, aber so. Es reicht nicht. Wir brauchen, glaube ich, nochmal 100. Aber das ist ja auch bloß ein kleiner Hopper hier, ne? Aber geht ja nicht anders. So, 50. Ja, ich habe doch schon ein bisschen Eisen, habe ich auch schon, ne? Ist geil, ne? Ja. Also die kleinen, langsam Fließbänder sind ja nicht das Problem. Also das läuft ja kontinuierlich, ne? Hm? Ja. Die kann man vielleicht irgendwann mal austauschen. Ja, also wenn die kontinuierlich sind, also die Frage ist, wir können das nicht so schnell wegfressen. Wenn wir was hätten, um das schneller wegzubrennen, dann wird sie erst lohnen. Das ist wie bei Factorio. Ja. Das ist wie bei Factorio. So. Paolo, ja, Paolo. So, wieso kriege ich das hier nicht rein? Da hat er recht, mein kleiner Helfer. Hat er gesagt, Paolo. Oh ja, wie sieht's denn da cool aus? Alter, guck mal, deine Pflanze, die bläht sich voll auf, die du hingebaut hast. Die wird aber dicker. Hä? Sieht doch immer noch so aus wie vorher. Was? Nee, die ist viel dicker geworden. Nein, du hast von der Seite geguckt. Vorhin. Was? Echt? Na guck mal, wenn du von der Seite guckst, wenn du von hier guckst. Immer noch so dick. Hä, wenn du von hier guckst, ist die dünn. Von hier ist sie dick. Hä, jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie verschwunden. Wollt ihr eigentlich wieder aufbauen, aber die hast du wieder eingesammelt, obwohl du einen halben Kilometer später daneben stehst. Ah, ich kann. So, und dann bau die nochmal neu hin. Mann, ich will nicht immer irgendwelche Wärmchen bauen. So. Oh, sehr gut. die ist kleiner, die ist dünner. Nee, die ist dicker. Was? Ach so, das ist random. Die ist random und bei jedem anders. Okay. Weil hier die jetzt ist sie ganz klein. Siehst du, so war die vorhin. Ne, bei mir ist sie wieder ein bisschen größer hier. So war die vorhin. Glaub, und dann war die echt random. Ja, so. Wahrscheinlich wieder Kleinzeit irgendwas, ne? Ich will meinen scheiß Kupfer hier reinkriegen. Es kommt kein Kupfer mehr. Da ist kein Strom mehr unten, schätze ich. Lol. Hä, wie schnell kann das jetzt weggefressen worden sein? Lol. Okay, die Folge ist jetzt gleich wieder zu Ende. Ach nee, du mit deinen Folgen enden immer. Ja. Aber wir sind am Ende, ja, hast du recht. So, hier. Ich wollte mal kurz checken, hier mal scannen. So. Wie war das? Wie scannen wir nochmal? So draufdrücken? Achtung, nicht runterfallen. Scannen wir mal hier. Todesfalle. 5900 Stück haben wir noch an Kohle.
5.900, wir müssen echt, Kohle wäre unser nächstes Ding. Da müssen wir uns mal so eine Dings bauen. Ach, guck mal, wir haben doch hier oben, wir haben doch noch Dings, fällt mir gerade auf. Hier, den können wir da wegmachen. Den Solargenerator oder was meinst du? Nee, den Hopper, den kleinen. Ach so. Weil der hat eh keinen Sinn, den können wir unten verwenden. Ja, da können wir mal gucken, ob die Blumen dadurch kaputt sind. Wollen wir das noch jetzt noch probieren, oder? Ja, können wir machen. Miau. Miau, 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 miau. In der nächsten Folge haben wir dann auch wieder einen Timer laufen, hoffe ich. Hast du Bells zufällig da? 50. Erreichen nicht, um hochzukommen, ne? Ja, mehr kann ich aktuell nicht an. Ey, wir brauchst aber wirklich 80, weil du kannst nicht zwischendrin wieder aufhören. Ja, ich muss aber erstmal zum Loch kommen. Hä? Ist ja kein Problem, ist im Loch zu laufen. Aber du kannst nicht mittendrin, du kannst nicht 50 setzen und dann nochmal die nächsten 40. Ist ja schon klar. Brauchen mehr Kupfer. So. So, wo sind die? Da ist wieder alles verblüht. Ich glaube. Kann nicht wahr sein. Hat der überhaupt Energie? Low Storage. Muss man den extra drehen? Ich glaube es nicht. Weil er ist gerade Storage empty. Ach, jetzt bringt er was aus. Da kommt was. Ist hier irgendwo eine Blume? Ich will mal gucken, ob die, ja, Blume, da jetzt, steht ob die Blume das jetzt blockiert. Direkt aber es hier. Muss ja irgendwie blockieren, weil sonst hätte es ja gar keinen Sinn, dass die überhaupt da wachsen. Und? Oh, der Shot ist komplett. Ach du Scheiße. Hä? Shit. Was? Wieso ist das Ding kaputt gegangen? Ich hab's kaputt gemacht. Wie kann man denn die scheiß Blume abbauen? Gar nicht. Aber das liegt doch einfach weiter, Tenshi. Nein, der ist da rein und das wurde zerstört. Das Item? Ja, das Item wird zerstört. Oh, wo ist denn jetzt mein Belt? Na, da ist das Belt. Pass auf, das wird. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier. Vielleicht wachsen die nicht, wenn das Band voll ist. Keine Ahnung, aber das Item. Alter, das ganze Band ist voll mit Blumen. Die muss man doch irgendwie zerstören. Kann man die vielleicht abschießen? Mit was war das? V? Nee. T? B? Nee, doch, V ist richtig. Hä? Ich hab keine Waffe. Oh, doch, das macht Schaden. Ach so, die sind in der Wand drin. Nee, die fließen einfach nur weiter, die Dinger. Hä? Wo? Die fließen ja einfach weiter. Die fressen alle. Da kam doch gerade so ein Puffgeräusch, als er von uns dagegen knallt ist gerade. Ja, vielleicht nicht jedes, vielleicht nur ab und zu mal eins. Da hinten hinter dir ist gerade was gepufft. Ja. Und wieder so pufft. Ja. Ah, scheiße. Okay, man kann sie töten. Ja, ist ein bisschen doof in dem Gang. Aber man kann draufbleiben, okay. Achievement bekommen. Die schreien. Oh, ich hab ein Achievement bekommen. Die Frage ist, ob die noch wachsen, wenn das hier dann zu ist. Aber ist doch kacke, weil wenn die das zerstören, ja, dann baust du alles ab die ganze Zeit, dann wird es einfach zerstört. Oh, ist ja beschiss. Vielleicht gibt es ja Möglichkeiten. Oder vielleicht müssen wir das zumachen, dass es nicht mehr hoch genug ist, dass sie hier nur noch einen Platz haben und dann nicht mehr wachsen können. Ja, ist halt die Frage, ob das geht, ne? Weil die sehen auch sehr klein aus. Ich glaube, wenn ich jetzt hier was drüber baue. Bau mal. Ja, haben die kein Problem mit. Das interessiert die überhaupt nicht. Ach, kacke. Ich habe eine andere Waffe in der Hand auf einmal. Nee, hä, doch nicht. Schwierig, schwierig. Also, falls ihr da was wisst in den Kommentaren, dürft ihr uns das gerne erklären oder zeigen oder was auch immer. Ja, könnt ihr gerne machen, wenn ihr das wollt. Wollt ihr das? Dann macht's. Aber es kann natürlich jetzt. Also, wir haben jetzt so viel Spaß an dem Spiel, dass wir gerade echt viel. Dass wir ein bisschen mehr aufnehmen als normalerweise. Ich hoffe, das stört nicht. So, das heißt, dass wir da nicht so schnell reagieren können. Alter, wie viele sind? Wie viele von den Viechern? Ich glaube, am Anfang sollte man seiner Lust noch ein bisschen freien Lauf lassen. Aber bis jetzt ist ja echt noch nichts nachgewachsen. An was liegt das? Liegt das vielleicht am Licht? Müssen wir mehr Licht machen oder dürfen wir gar kein Licht machen? Dass vielleicht die nur wegen dem Licht jetzt hier anfangen zu wachsen. Oder das soll so eine Art Unkraut darstellen, wenn das Band nicht benutzt wird. Dass wenn die Transportbänder eine Weile sich nicht bewegt haben, dass dann Unkraut wächst. Wenn nichts drauf liegt. Wäre schwierig. Oh, hier liegt eine Leiche. Ich frag mich, von wem die ist. Ja, von mir nicht. Das stimmt deine. Ich bin auf jeden Fall hier angekommen. So, also bis jetzt sieht das noch gut aus, das Förderband. So. So, Leute, ich werde das, glaube ich, jetzt offscreen weitermachen, dass wir hier, dass ich das Band jetzt halt noch bis dahinter begleite. Ja, weil wir sind jetzt schon bei 25 Minuten, wir wollen 20 Minuten Folgen machen, ne? Das klappt nicht so richtig. Aber passt schon. Verdammt, ich fange ja.
Ja, wir fangen schon wieder neue Sachen an. Ich fange ja auch schon wieder was an. Ich baue jetzt schon wieder die ganze Zeit. Kacke. Was, doch! Wolltest du jetzt doch anfangen, nach oben zu bauen? Na, ich hab nur ein paar Dinger gesetzt. Ich habe ja gar nicht mehr. Ich habe ja nur noch 12. Okay. Das schaue ich mir noch schnell an. Hier ist gerade genau vor mir eine Pflanze aufgetaucht. Ja, vielleicht liegt es an dem Licht. Vielleicht muss das Licht weg. Vielleicht muss mehr Licht hin. Vielleicht, ach, keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Möglichkeiten, die Pflanzen loszuwerden. Aber hier jetzt kommen auf jeden Fall ein paar Bröckchen an. Aber es kommen aber keine mehr, jetzt keine Pflanzen mehr, nachdem ich sie gekillt habe. Und hier hinten, den ganzen Weg nach hinten, ist auch noch nichts. Gut, Leute. Jetzt verstehe ich auch übrigens, was du meinst. Du musst erstmal zum Loch kommen. Du meinst die Fließbänder bis zum Loch bauen. Richtig. Aha. Aber hast recht, hier ist bis jetzt keine Pflanze mehr gewachsen, ne? Ja. Vielleicht soll es wirklich so eine Art Unkraut darstellen. Das heißt, ich werde das hier noch ein bisschen verfolgen, Leute. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Mutti.